Ja, am Wolchow geht man shoppen. Und das mache ich jetzt auch. Heute gebe ich mal so rund 115.000 Silber aus. Und ich hoffe, dass das Silber auch reicht. Heute geht's nochmal richtig hart ins Shoppen. Der Weihnachtsmarkt wurde abgebaut, sehr gut. Also nach dem letzten Patch alles hier wieder schön bereinigt. Hoffen wir mal, dass die Server wieder stabil laufen. Und jetzt geht es für mich ans Shoppen. Und zwar auf richtig dickes, fettes Stör-Setup. Ich hatte ja vor einigen Wochen mir die dicken, fetten Karpfenruten geholt. Die Kingfisher Legacy TI. Und das Ganze hier natürlich dreimal. Und das Gerät hat eine mächtige Tragfähigkeit von 80 Kilo. Ist richtig schön, also hat richtig schön Power. Und ja, damit geht es dann auf die großen Brocken. Zusätzlich haben wir hier Grundfischen plus 7%. Heißt also, ich lande bei 107%, wenn ich diese Ruten verwende. Und auch nochmal ganz wichtig für die Fischkontrolle, Handhabung der Karpfenrute. Und da muss ich jetzt sagen, überlege ich auch schon, ob ich da jetzt auch nochmal die Skillpunkte rein investiere. Denn wenn ich jetzt auf dicke, fette Störe gehen möchte, ist natürlich jegliche Handhabung oder Fischkontrolle absolut sinnvoll, damit man vielleicht den Fisch doch noch etwas schneller rausbekommt. So, wie rüsten wir denn jetzt diese Ruten aus? Kurze Unterbrechung. Nächste Woche ist schon Valentinstag, also am 14. Februar. Von daher direkt mal gucken, was es hier bei Holzkern so Schickes gibt. Uhren, Schmuck, Armbänder, eine kleine Aufmerksamkeit für die Freundin oder mal was für die Mutti. Na, das ist ja wohl drin, oder? Also, Lieferzeit steht hier, 2 bis 5 Werktage, reicht also noch ein bisschen überlegen, mal kurz gucken, was hat die Freundin denn so im Schmuckkästchen, was steht ihr denn, was gefällt ihr denn, was könnte denn gefallen oder was gefällt dir? Und dann 14% Rabattaktion sichern für 2 Artikel, beziehungsweise noch besser 15% mit dem Code Feierabend. Der funktioniert immer noch, deswegen nutzen wir doch einfach 15% Rabatt ab dem ersten Artikel. Das ist doch richtig gut. Und jetzt weitermachen. Gucken wir mal eben rein. Wir brauchen natürlich eine Stationärrolle. Und das Dickste, was es gerade gibt an Stationärrollen, sind die Goliath. Nee, die Turion. Die Turion. Turion SW30. Alter Falter. Komplett übertriebener Prügel. Turion SW30, die soll's werden. Und ich hoffe, dass sie leistungsstark genug ist. Ich hoffe, dass ich damit ja nicht unbedingt wahnsinnig viel Verschleiß farme und ausreichend Schnur drauf bekomme. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dass ich damit eben die dicken Brocken rausbekomme. 36 Kilo an Bremskraft, wobei hier natürlich auch sehr viel über geschlossene Bremse gearbeitet wird. Ja, Schnurkapazität ist enorm, wenn man hier dicke Schnur verwenden möchte. Ich verwende aber hier noch dickere Schnur als die eben hier angegebene. Und dementsprechend ist die Schnurkapazität dann am Ende bei der 30.000er doch gar nicht mal mehr so groß. Einmal gekauft, nochmal gekauft und jetzt bin ich schon fast pleite. 1.900 Silber. Ah, ja, das schmerzt. Wir gucken noch mal eben rein. Jetzt brauche ich noch Nylonschnur. Und zwar Ette hier. Und jetzt habe ich hier im Idealfall dreimal alles, was ich benötige. Wir gucken mal eben rein. Nylonschnur, warum die Nylonschnur, warum das Ganze? Wenn man dicke, fette Fische drillt,
und die ganze Zeit diese geflochtene, wie beim Mädel hinten der Zopf so verdrillt, da sieht man ja immer diese Wellen. Und diese Wellen, diese Hubbel sozusagen, die rubbeln die ganze Zeit über die Schnurlaufringe und sorgen dafür, dass da übelst der Verschleiß ist. Und wenn das halt nicht gezopft ist, also nicht geflochten, sondern einfach aus einem Strang gezogen, wie bei der Nylonschnur, ist das eben schön glatt und es gleitet gar wunderprächtig richtig schön durch die Schnurlaufringe. Und dadurch hat man dann im Idealfall weniger Verschleiß. So, fangen wir damit an. Das ist das erste Gerät, das hatte ich schon. Jetzt brauchen wir hier noch 3x77 Kilo Monoschnur oder Nylonschnur. 1,25 mm dick. Das ist echt dick. Das ist wirklich dick. Und man sieht, auf der Rolle sind nur noch 204 Meter. Aber 204 Meter sind auch noch recht viel. Von daher passt das ganz gut. Ich hoffe einfach, dass hier diese High-Quality-Nylonschnur in Verbindung, wie gesagt, jetzt hier mit der Rute und die Schnurlaufringe, dass das alles nicht so richtig mies ist und mir meine Rute zerschrottet. Ich gehe mal hier auf Schlaufenmontage, denn wir brauchen hier dann noch ein vernünftiges Blei dran. Nehmen wir mal einfach hier 100 Gramm. Passt. Und dann kommt hier kein Vorfach drauf und dann kommt da ein vernünftiger Haken drauf mit einem Köder der Wahl sozusagen. Und dann könnte das so schon das erste Setup sein. Ich habe immer wieder auch Störangler gesehen, die hier mit deutlich dickerer Schnur unterwegs sind. Warum das Ganze, kann ich noch nicht so ganz sagen. Denn wenn wir hier die Tragfähigkeit haben von 80 Kilo, möchte ich ja ungern, dass meine Rute bricht. Und wenn ich da jetzt also drüber gehe, besteht die Chance, dass die Rute bricht. Denn die Rolle sollte mehr aushalten. Da schätze ich die momentan bei so ungefähr 110, vielleicht bis 120 Kilo Getriebekraft ein. Aber das hier, das ist halt tricky. Warum das so ist oder wenn du das weißt, warum das so ist, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben oder ob die einfach nur komplett steil gehen, weil sie sich denken, ach, mir ist doch egal, Alten, dann kaufe ich mir einfach eine Legacy TI nach, wenn sie mir kaputt geht. Kann natürlich sein, dass man dann mit geschlossenem Getriebe und komplett Risiko drauf geht oder man richtet quasi dann die Rute, wenn man jetzt quasi nach vorne den Drill hat. Ich werfe mal eben so ein bisschen aus. Wenn man jetzt dahin... Jetzt geht die Happy Hour los, Alter. Ich lache mich doch kaputt. Game. Hier ist doch noch nicht mal was zu Happy Houren. Also, wenn ich jetzt quasi so einziehen würde, ist ja die Rute nicht in Benutzung. Auch eine Möglichkeit. So würde ich jetzt quasi die ganze Zeit in einer geraden Linie Schnur, so jetzt haben wir es, sieht man es glaube ich ganz gut, Schnur bis zum Fisch wäre das jetzt eine gerade Linie und so hätte ich natürlich jetzt die maximale Tragfähigkeit von Getriebe und Schnur, wenn das jetzt über diesen 80 Kilo wäre. Sobald der Fisch dann aber mal einen Kopfschlag macht und es geht so hier in die Rute rein, dann wird es natürlich schon eng, ne? Also, das ist halt ein bisschen tricky. Und das ist trotz allem für mich immer noch die große Frage, warum? Warum wird das so gemacht? Wenn das wirklich dieser Grund ist, weil man eben hier einfach die dicken, fetten Brocken über diese Methode rauspullen will, dann ist es mir eigentlich wurscht. Das mache ich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich werde die ganz normal rauspullen. Ich werde die auch eine ganze Zeit wahrscheinlich auch drillen, die Fische. Ich werde da nicht irgendwie viel mit Bremse zu rumhantieren. Ist mir einfach zu tricky. So, dritte Rute jetzt auch noch zusammengebaut. Einfach hier auf die Schlaufenmontage.
Und dann haben wir hier jetzt dreimal komplett übertriebenes Setup. Was kommt als nächstes? Jetzt habe ich ja quasi keine klassischen Karpfenrouten mehr. Und ich müsste mir tatsächlich nochmal Karpfenrouten holen. Denn ja, so geht das eigentlich nicht. Das ist mir hier vom Gesamtsetup auch eigentlich zu teuer, um damit auf ganz normale Karpfen zu angeln. Wahrscheinlich werde ich mir einfach nochmal die Feeder-Routen holen. Ich gucke gerade nochmal eben, ach die Feeder, die Fortuna-Carps. Gucken wir gerade nochmal eben rein in die Karpfen-Routen. Genau, Legacy TI, das ist die ich jetzt habe. Eigentlich vom Preis her auch voll okay, wenn man das vergleicht. Natürlich jetzt mit der Rolle quasi schon fast ein Schnäppchen. Also die dreimal mit 20.000, das ist, glaube ich, ganz okay. Der Vorteil sind natürlich hier die Prozente drauf, ne? Wenn ich mir das hier angucke, Handhabung der Karpfenroute finde ich nicht interessant. Kingfisher mit Wurfweite finde ich nicht interessant. Grundfischen plus 5%. Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, wäre durchaus eine Möglichkeit tatsächlich. Aber dann sind wir trotz allem hier auch schon wieder bei 10.000 Silber. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Was hat der Avalon? Plus 2 auf Handhabung. Nee, das ist Killefit. Ja, und wenn ich das dann eben vergleiche mit 1.600. Alter, das ist ja quasi nichts. 1.600, da geht nicht, da, wenn ich jetzt eine Woche mal wieder am Nordmeer unterwegs bin, kann ich mir alle drei Routen leisten. Dann habe ich wieder ganz frische. Ich meine, ich habe ja noch die alten im Haus rumliegen. Die hatten bloß alle schon Verschleiß von ungefähr 30%. Aber damit habe ich jetzt jahrelang geangelt. Und was ich damit an Silber reingezogen habe, im Verhältnis dazu sind natürlich diese 1.600 quasi nichts. Also sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich nicht so viel Power, ja. Aber wenn ich hier dann mit den Overlords zum Beispiel rumhantiere und die jetzt einfach verwende fürs ganz normale Karpfenangeln, ist das doch, glaube ich, absolut ausreichend. Also ich tendiere tatsächlich nochmal hierzu, ja, höchstwahrscheinlich Handhabung Karpfenrute brauche ich alles nicht, ne. Brauche ich alles nicht. Die hat ein bisschen, die hat ein bisschen mehr Power. Nee. Also wie gesagt, wahrscheinlich wird es nochmal die Fortuna Carp einfach so fürs normale Karpfenangeln und die Dinger jetzt hier fürs richtig dicke Karpfenangeln in Kombination, beziehungsweise fürs richtig dicke Störangeln und das eben in Kombination mit der Turion 30.000. Ich hoffe, das passt so. Ich bin gespannt. Heißt also, morgen im Livestream geht es dann mal wieder auf Stör nach langer Zeit. Und da habe ich noch viel rauszuziehen. Da habe ich noch viel nachzuholen. Das habe ich in all den Stunden, Tausenden von Stunden noch nicht wirklich viel gemacht. Von daher Attacke Vollgas. Ich bin Stör ready. Ich bin gespannt, was geht. Und ich bin auch auf eure Kommentare gespannt. Was hättet ihr vielleicht noch anders gemacht als erfahrene Störangler? Auch gerne morgen mit im Livestream vorbeischauen und gucken, was da so geht. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.